Hallo, ich bin die Lisa. Das ist unser dritter Podcast zum Thema Anorexie. Und heute wollen wir uns mit dem Thema Kliniken befassen. Genau, also ich habe ja schon erwähnt, ich bin jetzt seit 2 Jahren erst in Behandlung, aber in diesen 2 Jahren habe ich schon einiges durchprobiert. Angefangen mit dem Klassiker Schwimmklinik in Prien. Das war mein erster stationärer Versuch. Da habe ich mich im Herbst 2020 angemeldet und bin im November dann aufgenommen worden. Und also ich habe 6 oder 7 Wochen gewartet, oder wie lange waren das? Es ging relativ schnell und da sind wir der Schönklinik enorm dankbar. Die haben wirklich, die haben sich so auf die Hinterfüße gestellt, um dir zu helfen und um dir einen schnellen Platz zu ermöglichen. Ja, und ich hatte auch echt große Hoffnung in die Klinik. Also ich war so der Meinung, wenn ich da hingehe, dann wird es eine sehr harte Zeit. Also das war auch, das wurde mir immer wieder gesagt, so, boah, ich habe echt Respekt, dass du das machst, das wird so hart. Und ich denke so, ja, wird eine harte Zeit, stehe ich durch und dann komme ich da halbwegs geheilt raus. Und also ich hatte da wirklich große Erwartungen dran und habe sehr auf diese Klinikaufnahme hingefiebert, weil es mir wirklich schlecht ging in der Zeit vorher auch. Und ich dachte, dann wird einfach alles besser, wenn ich Ja, dort bin. dachte ich auch. Dachte, du kommst heim und du hast mich ja schon immer so ein bisschen gebremst mit meinen Erwartungen, hast gesagt, ich bin deswegen noch nicht gesund und aber ich hatte trotzdem im Hinterkopf so den Gedanken, dann ist wieder alles gut und das Leben geht normal weiter. Ja, das war ja auch, es war noch einem ganz anderen Punkt einfach und weniger Erfahrung. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Aber ja, also ich habe die Wochen mühsam irgendwie überbrückt und es war echt anstrengend. Ich dachte mir, okay, ich muss bis dahin durchhalten, dann wird mir geholfen. Und es war dann am 5. November, habe ich dann meinen Aufnahmetermin bekommen für den 11. November. Und das war so der Moment, und dachte, okay, krass, jetzt wird's ernst. Und aber auch ganz viel Erleichterung, weil ich dachte, okay, das ist ein überschaubarer Zeitraum und bis dahin und dann wird es besser. Und ich bin dann eben aufgenommen worden. Und Also du bist da mit dem Zug hingefahren, alleine und genau. es war ja auch wegen Corona, gab es ja im Vorfeld schon so viele Einschränkungen. Ja, also ich bin eben allein angereist, was hieß, ich kann schon hingefahren werden, aber rein darf nur ich alleine. Und das habe ich einfach nicht eingesehen. Und dachte, okay, ich glaube, es sind 3 Stunden von hier mit dem Auto nach Prien. Und die Tortur wollte ich dir einfach nicht antun. Und dachte, okay, nee, das kriege ich hin, ich fahre im Zug. Klassischer Fall von Selbstüberschätzung bei mir wieder, weil ich mir dachte auch so, ja, ich brauche kein Taxi zur Klinik, das laufe ich und nicht so easy mit Gepäck, also es war wirklich einfach stressig und ich war schon echt fertig, als ich dann angekommen bin. Und es war echt, also die Aufnahme war jetzt nicht so der Hit. Ja, du bist, glaube ich, ziemlich barsch auch angesprochen worden, gleich bei der Aufnahme, ne? Ja, also es war erstmal was total stressig, also ich bin angekommen und musste dann sofort weiter zum Arztgespräch. Und ich und Ärzte, das ist eh so eine Geschichte für sich, aber es war einfach, ich habe mich von Anfang an nicht herzlich aufgenommen gefühlt, sondern es war so ich musste auch gleich mal die ganzen Regeln unterschreiben, die ganzen Zimmerregeln, die echt absurd waren. Also Ja. da ist genau festgeschrieben, wie viel man von was haben darf. Zum Beispiel eine Packung Kekse, so und so viel Getränke, aber auch nur die und die Getränke, so und so viel Teebeutel, aber keine Zero-Getränke und keine eigenen Vitamine oder sonst was so. Also keine Zero-Getränke, das macht für mich schon Sinn. Ja, das macht schon Sinn, aber manche Regeln waren echt Mathe. Aber sowas wie, dass die jederzeit dein Zimmer durchsuchen können, dass die jederzeit auch dein Auto, Das wenn du mit ist dem krass, Auto ja. da wärst, durchsuchen können. Und dann war es ja auch so, dass die dir von Anfang an auch, so hast du es mir erzählt, gesagt haben, du, weil du sagtest, du versuchst es. Genau, also ich war dann erstmal bei der ärztlichen Aufnahme. Und da war es halt eben schon so, wo ich sage so, ja, ich esse im Moment nicht viel und ich reagiere auch, wenn ich mehr esse, einfach körperlich drauf. Und auch dann bei der therapeutischen Aufnahme kurz drauf und bei dem Chefarztgespräch habe ich halt auch jedes Mal gesagt, so ja, ich will mein Bestes geben, aber ich weiß, dass die Richtmenge, also es gibt die sogenannte Richtmenge in der Schönklinik, die einfach jeder essen muss. Und ich glaube, das sind so 2000, 2500 Kalorien. Also es war für mich einfach eine enorme Steigerung zu dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich will mich steigern, aber ich werde es wahrscheinlich nicht von Anfang an schaffen. Ich versuch's. Und es wurde halt auch sofort gesagt, so nee, das ist keine Option, ich soll mir es von Anfang an vornehmen, das zu schaffen und ich schaffe das jetzt einfach. Ich sage so, ja, aber das geht halt für mich einfach nicht. Also es wurde einfach vorausgesetzt, dass ich das von Anfang an schaffe.
Und Also damit hast du einfach schon so im Hinterkopf, wenn du es nicht schaffst, dann bist du der totale Versager. genau, und ich habe dann auch so ein Heftchen bekommen, in dem die Richtmenge eben aufgeführt ist. Mittags bekommt man sein Essen portioniert, aber morgens und abends muss man sich's halt eben selbst nehmen. Und da war genau aufgeführt, wie viel Aufstriche man braucht, wie viel Brot und so. Und das muss man auswendig können. Butter unter Frischkäse. Ja, das war nicht mehr schön, was ich da essen musste. Also, 20 Gramm Butter unter Frischkäse. das ist nichts gegen die 100 Gramm Marmelade zum Frühstück. Hammer. Ja. Und also auch alles ganz genau festgeschrieben eben und auch die Trinkmenge so 2 Gläser Kaltgetränk, 1 Glas Warmgetränk oder so, also ganz explizit alles. Und auch die Therapeutin meinte so, ja, ich muss das jetzt eben gleich auswendig lernen. Und denk so, was? Gut, mache ich. Und genau. Also du warst ja sowieso, als du angekommen bist, du warst weit weg von zu Hause, hattest Heimweh und du bist dann auch schon ziemlich blöd. Ich erinnere mich, wie du erzählt hast, dass es an der Tür geklopft hat, an deiner Zimmertür und du hast die halt geöffnet, ganz normal. Ja, genau, ich habe mich in meinem Zimmer erstmal dann verkrochen, weil einfach alles zu viel war und eine Co-Therapeutin wollte dann irgendwas von mir und hat eben geklopft. Ich bin an die Tür, so habe ich das gelernt, so macht man das. Und habe dann erstmal einen Mordsanschiss kassiert, wie ich es wagen kann, ohne Maske an die Tür zu gehen. Und ich war Du total. bist hier nicht zu Hause, hat sie gesagt, genau. Genau, ich bin hier nicht zu Hause und also, ich merke es, fühle ich mich auch absolut nicht. Also die Atmosphäre war einfach echt, es war so. Es war für mich Knastatmosphäre. So, ich hatte totale Angst, weil. Ich dachte, okay, wenn jetzt irgendwie Kofferkontrolle, Zimmerkontrolle, was passiert dann? Und weil ich halt echt so eingeschüchtert wurde. Ich war eh komplett in einer verletzlichen Position, weil alles neu, alles Angst machen, ein großer Schritt. Und dann halt dieses permanente angerüppelt werden und. Dann war dein Koffer auch noch nicht da. Das heißt, du hattest deine Klamotten gar nicht. Du konntest dich weder umziehen, noch hattest du was für die Nacht zum Schlafen, weil das mit dem Koffer vorausschicken. Ja, das war auch eine Katastrophe. Weil ich hatte, glaube ich, 3 Koffer, weil war ja geplant, dass ich da lange Zeit bin. Und einen habe ich mitgenommen im Zug und die anderen 2 haben wir mit Hermes geschickt. Ja, die waren nicht da. Da war alles Wichtige drin. Ich hatte nichts zum Umziehen, ich hatte nichts zum Abschminken. Ich hatte nichts am ersten Tag eigentlich. Und das war auch ein bisschen blöd, weil mein Bademantel war auch in meinem anderen Koffer. Und am nächsten Tag war Wiegen und zum Wiegen muss man den Bademantel. Ja, ich bin dann in der Strickjacke gegangen, bin sehr strange angeschaut worden. Aber das war mein geringstes Problem zu dem Zeitpunkt. Also das Zimmer war total schön und die Aussicht war toll auf Das den Zimmer war schön, Chiemsee. der Also es, elektrische Lattenrost war toll. ja. Die Dusche war ein bisschen blöd, ich habe das ganze Bad geflutet. Aber so, also die Atmosphäre an sich, so von der Umgebung, war schön, aber diese Klinikatmosphäre war einfach echt Das Menschliche, furchtbar. das Zwischenmenschliche war total, also andere mögen das anders empfinden, aber du bist wirklich da ziemlich gegen die Wand gefahren damit, Ich ne? denke, es war auch ein Stückchen weit einfach der Corona-Lage damals zuzuschreiben, weil halt arbeitet mit Abstand und Maske und Man durfte keinen Kontakt zueinander haben. man Ihr durfte keinen durftet nicht in die Kontakt Stadt haben. gehen, ihr durftet gar nicht einkaufen und nichts, gell? Genau, und auch beim Essen, man saß an einem Tisch mit Plexiglas dazwischen, man konnte sich nicht unterhalten, ohne zu brüllen. Hat es jetzt auch nicht angenehmer gemacht. Und ja, einfach, also man durfte sich auch nicht auf den Zimmern besuchen oder so. Es war einfach alles sehr kühl und distanziert und. Genau das Gegenteil von dem, was man braucht, um zu heilen eigentlich. Ich war ja auch nach dem Tod von meinen Kindern in der psychosomatischen Klinik vor 100 Jahren. Und was ich da eben mitgenommen habe, war, natürlich war die Therapie gut und wichtig, aber das Wichtigste und das Beste war eben der Kontakt zu den Mitpatienten und dieses Auffangen untereinander. Und das fehlt ja da dann total. Ja, also ich meine. Die länger schon da waren, die hatten schon Kontakt miteinander, aber halt permanent mit Maske und alles. Und ich weiß nicht, also es war halt einfach sehr erschwert alles. Und ich habe mich von Anfang an sehr unwohl gefühlt und auch sehr allein gelassen, weil ich wusste, okay, wenn ich mich jetzt an irgendjemanden wende mit meinem Problem, dann kriege ich wieder Ärger, dann werde ich wieder unter Druck gesetzt. Und das hilft mir ja nicht weiter. Und also es. Also du hast total viel geweint, auf jeden Fall die ganze Ich habe Zeit. brutal viel geweint. Ich sah am nächsten Tag so schlimm aus. Das war mir aber dann auch echt egal, weil ich andere Probleme hatte. Und ich Du bin ja hattest auch am. ganz schlechte WLAN. Ich weiß, Es war katastrophal. Also, weil. also nicht, dass das jetzt für die Klinik enorm, aber wenn man so allein gelassen ist und Kommunikation war halt echt nicht möglich. Also, die Telefonverbindung war eine Katastrophe und die WLAN-Verbindung auch. Weil dadurch, dass keiner raus durfte, war halt jeder im WLAN.
Und die Verbindung ist dann die ganze Zeit zusammengebrochen. Also Telefonate waren sehr abenteuerlich. Wobei ich trotzdem fast die ganze Zeit damit verbracht habe, es irgendwie zu versuchen, weil ich einfach den Kontakt gesucht habe und weil ich versucht habe, irgendwie mir Rat zu suchen, was ich jetzt machen soll. Weil ich bin wirklich angekommen und wusste, okay, ich will hier nicht bleiben, ich wollte sofort wieder weg. Und es hieß dann aber so von allen Seiten so, ja, probier es, versuch es durchzuhalten. Und ich habe es versucht durchzuhalten. Also ich bin ja Du Mittwoch. hast auch wirklich diese Richtmenge sofort vom ersten Moment an gegessen. Mir war so kotzübel. Ich war so tot. Also es hat mich echt ausgenockt. Als ich in die Klinik gekommen bin, hatte ich einen recht starken Bewegungsdrang. In der Klinik habe ich mich so gut wie nicht bewegt, weil ich einfach nicht konnte. Mir ging es einfach schlecht. Also ich bin zu den Mahlzeiten gegangen, ich bin zu den Therapien gegangen und dann war ich wieder im Zimmer und lag da irgendwie wie so ein halbtoter Fisch. Und ja, also wie gesagt, ich bin am Mittwochvormittag angekommen und habe mich dann eben durch den Mittwoch irgendwie gekämpft. Und es ging mir aber einfach nicht gut. Und Donnerstag dachte ich mir, okay, Du hattest am neuer Mittwoch auch, Tag. glaube ich, außer Aufnahme nichts, gell? Doch, ich musste gleich in die erste Gruppentherapie. Ah ja. Ich glaube, ich hatte sogar gleich zwei Gruppentherapien an dem Tag. Also auf jeden Fall mindestens eine. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr genau. Aber ich hatte gleich Programm und hatte nicht große Chance, mich da auszuruhen. Weiß jetzt nicht, ob das förderlich war oder eher hinderlich, Es aber. ist aber, glaube ich, sehr viel ausgefallen wegen Corona. Also es gab keine, es gab jetzt Maltherapie, sowas. Also so diese Ja, gerade die Außenrumtherapien gab Sachen, es nicht. die halt so schönklinik-typisch sind, so Lehrküche und irgendwelche Expos, dass man essen geht oder so, das war alles verboten, weil Corona. Und du wusstest halt auch, du darfst keinen Besuch empfangen. Also du darfst weder nach Hause noch darfst du Ja, ich Besuch war da einfach empfangen. abgeschottet. Ja. Also ich hatte nur diese Klinikblase, in der ich mich verdammt unwohl gefühlt habe, weil so gefühlt jeder gegen mich war. Und sonst nur eine Telefonverbindung nach Hause, die auch nicht wirklich stabil war. Und ja, aber ich wollte trotzdem versuchen, weil ich mir dachte, okay, wenn es jetzt hier nicht klappt, dann habe ich ein Problem, weil dann komme ich nach Hause, dann ist wieder der gleiche Scheiß. Weil das Problem war auch, ich hatte damals noch keinen richtigen Therapieplatz. Also Stimmt. ich hatte ein Erstgespräch bei der Therapeutin, bei der ich jetzt bin, aber die Du wollte hattest die mich. Zusage noch nicht, gell? Die wollte Ja, die dich wollte mich abschieben nicht. irgendwie, ja. Also die hat sich wirklich am Anfang mit Händen und Füßen gegen mich gewehrt. Inzwischen sind wir ein eingespieltes Team. Aber am Anfang war es so, sie sagt so, ja, das ist eine Tiefenpsychologin und ich bin ein großer Fan der Tiefenpsychologie. Aber sie meinte so, ja, ich soll mir lieber eine Verhaltenstherapeutin suchen und sie kennt sich da gar nicht so aus. Und also mit Magersucht will einen auch keiner. Das ist jedem zu heikel und. Das stimmt, bis du da einen Klinikplatz erstmal irgendwo findest, weil selbst die, die Essstörungen behandeln, die wollen keine Anorexie-Patienten oder fast keiner. Also ich verstehe den Grund, weil ich meine, es ist halt einfach eine gefährliche Krankheit. Aber nicht zu helfen macht es halt nicht Aber ich meine, besser. Depression ist auch eine gefährliche Krankheit. Wie viele Das ist ein guter Depressive Punkt, ja. bringen sich um? Also, Ja. und die kriegen aber leichter Plätze. Aber im Moment, oder keine Ahnung, ob das eine Im-Moment-Geschichte ist, waren die Wartezeiten einfach enorm lang bei den meisten Kliniken. Zumindest als Kassenpatient, ja. Als Kassenpatient, genau. Und wir haben eine Zusatzversicherung, aber ich weiß nicht, ob das jetzt eine Sache ist von unserer Zusatzversicherung, Barmenia. Die Ist so, zahlt für körperliche Krankheiten für uneingeschränkt. körperliche Krankheiten kannst du ewig in die Klinik, aber Mit wenn das was psychischen Erkrankungen? Psychisches ist, dann kriegst du nur 4 Wochen bezahlt. Ja, und Das ist danach der hast du Pech Hammer. gehabt. Mit 4 Wochen kommst du in der, Du bist keine ja gerade mal Chance. angekommen, wenn du Glück Und hast. das war eben auch das, was ich der Schönklinik total hoch anrechne, dass sie gesagt haben, okay, wir finden eine Lösung jetzt zu der Zeit. Es war ja eben Winter und dann vielleicht auch über Weihnachten. Da wollen so viele nicht kommen und die hatten dir wirklich angeboten, du kannst bleiben, solange du möchtest. Ja. Das war ganz, ganz toll. Die Tatsache, dass es dann so aus dem Ruder gelaufen ist. Das hat jetzt überhaupt nichts mit der Leitung zu tun. Die sind sicher toll. Und dass du jetzt gerade an diese komische, wie heißt die Therapeutin? Bezugstherapeutin? Ja, Bezugstherapeutin Die und war ja wirklich Co-Therapeutin. menschlich, war die jetzt nicht so der Hit, ne? Also Ja, wobei, steigerungsfähig. also es war auch unter den Patienten so, manche haben sie gehasst, manche haben sie geliebt und denk so. Ich weiß nicht, also vielleicht, wenn man mit ihr kann, aber Und da hängt es halt dran, ne? es waren einfach wirklich unglückliche Umstände und die summiert waren einfach zu viel. Also, wie ich es schon fünfmal versucht habe zu sagen, ich habe es am Mittwoch versucht, dann habe ich mich am Donnerstag versucht durchzukämpfen und Donnerstag hatte ich ja den ersten Tag schon alle Mahlzeiten, habe die wirklich einfach auch gegessen, habe mich da durchgebissen, bin zu den Therapien gegangen, aber mir ging es halt einfach zunehmend schlechter dort.
Und ich habe gemerkt, okay, das wird nichts. Und ich hatte dann da mein erstes Einzelgespräch auch bei meiner Therapeutin. Am Mittwoch hatte ich nur so kurze Aufnahme und habe dann auch gleich angesprochen, wo ich sage so, ich will hier nicht bleiben. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich in dieser Atmosphäre gesund werden kann. Und habe dann am Donnerstag meine Entlassung in die Wege geleitet und bin am Freitag abgereist. Also ich war 3 Tage dort. Habe dafür sehr, 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 sehr viel Hass kassiert auf Instagram. Was ich irgendwo verstehen kann, aber gleichzeitig auch nicht, weil ich meine, keiner kannte meine Beweggründe und einfach zu verurteilen fand ich jetzt schon verdammt unfair. Vor allem dann so Kommentare wie so, ja, du warst ja eh nicht krank genug für eine Klinik. Muss nicht sein. Das ist genau das, was man als Essgestörte nicht hören möchte, wenn man sich das ja selber permanent schon vorhält und unterstellt, so man ist nicht krank genug. Ja, und das ist auch so ein bisschen witziger, so witzig in Anführungszeichen, weil ich halt echt immer so diese ganze Zeit dieses nicht krank genug und bei meinen ganzen Versuchen dann in eine andere Klinik zu kommen, war ich dann zu krank, weil die mich alle mit meinem BMI dann nicht wollten. Also es ist echt so ein schmaler Grat. Wenn es dir zu gut geht, dann kriegst du keinen Platz, weil brauchst du ja nicht. Wenn es dir zu schlecht geht, kriegst du keinen Platz, weil es zu kritisch. Also du musst genauso dieses Mittelding finden, weil sonst kriegst du keine Hilfe. Schwierig. Ja. Und du musst Zeit haben. Also wenn du so, wir haben das ja auch dann versucht, dir ging es ja wirklich dann auch zu Hause sehr, sehr beschissen. Wir Also haben am Anfang selbst. habe ich ja echt versucht, mich gut zu halten. So die erste Woche nach Prien habe ich echt, ich habe versucht, die Richtlinie zu Hause Wir zu haben das essen zusammen und gegessen, mir war so schlecht. 2 Brötchen zum Frühstück mit Marmelade. ich habe es besser weggesteckt als du. Mir war den ganzen Tag schlecht. Mir war echt Ja, du hast den echt ganzen gelitten. Tag schlecht. Ja, also mir ging es da noch halbwegs okay damit. So die ersten paar Tage ging das. Dann ging es mir aber körperlich einfach auch zunehmend schlechter. Und ich habe dann leider auch eine Depression entwickelt durch das Ganze. Das ist so eine schwierige Sache. Und habe dann halt einfach infolgedessen wieder einen Rückfall gekriegt. Das war zu erwarten. Und es war halt auch echt blöd. Also als ich zurückkam, habe ich meiner Therapeutin dann eben gleich geschrieben, dass ich zurück bin und jetzt wieder Zeit hätte für einen Termin. Im Januar, nach Mitte Januar. Nee, erst hieß es, ich kriege einen Termin am Anfang Dezember. Den hat sie dann kurz vorher abgesagt. Ja. Und dann so, ja, sie ist jetzt im Urlaub Anfang Januar. Und ich so, 13. Januar war das nicht so? ja, irgend sowas. Ja. Und ich dachte so, top, mir geht es zunehmend schlechter. Ich stehe jetzt gerade echt da. Also meine Schulpsychologin hat mich so gerettet, ohne die wäre ich da echt 100 Mal schon gestorben. Wir haben versucht, dich in die Psychiatrie zu. Ja, mehrfach. Ja, Die die wollten mich wollten auch dich nicht. nicht. Nein, selbst in der Akutpsychiatrie nicht, ne? Selbst im Nee. BKH nicht, also keiner. Kein Schwein Dann wollte auch mich. in so einer Beratungsstelle. Die war auch top, die war sowas von für Die war nichts gut. absolut nicht, die hat dann mit mir noch gesprochen und ja, man kann halt nicht helfen und ja, das ist halt so. Also es ist echt so das Problem. So, es heißt immer so, ja, es gibt ja Hilfe, man muss sie sich nur suchen. Und wenn du dann versuchst, eins dieser Hilfsangebote anzunehmen, merkst du so, ist nicht viel. Also das mit Prien, da sagen ja dann viele, ja, du hättest ja eine Klinik gehabt, du hättest einen Platz gehabt. Wenn die Situation mit diesen Corona-Maßnahmen damals nicht so extrem drastisch gewesen wäre, dann wäre es vielleicht auch ein Tick anders gelaufen. Es wäre definitiv anders gelaufen, wobei ich sagen muss, ich finde das Prinzip von der Schwimmklinik, das Konzept an sich einfach auch fragwürdig. Also habe ich mich ja schon öfter mit meiner Therapeutin drüber unterhalten, die stimmt da mit mir überein. Das ist jetzt nicht nur meine subjektive Meinung. Es ist halt einfach, du wirst sehr in ein Schema gepresst, wie ich eben schon gesagt habe, so du musst diese Richtlinie essen. Es wird nicht rechts und links geguckt. Es ist sehr symptomfokussiert. Also es ist halt einfach basiert auf Verhaltenstherapie. Und es Es geht nur geht darum, halt du auch musst nicht pro in. Woche 700 bis, ich glaube, 1200 oder so Gramm zunehmen. Wenn du das schaffst, ist alles super. Wenn nicht, dann hast du ein Problem. Du musst essen, du musst zunehmen. Mehr zählt im Prinzip nicht. Also manchen hilft das. Es gibt genügende, die auf die Schönklinik schwören. Und ich will es jetzt auch keinem irgendwie madig machen oder so. Es muss halt letztendlich einfach für einen passen. Aber für mich ist dieses Konzept einfach nicht tiefgreifend genug, weil es überdeckt die Problematik ja nur. Und bei der nächsten Schwierigkeit stehst du mal wieder da. Ja, und vor allem zu Hause musst du das dann ja irgendwie dann auch hinkriegen. Du hast halt nur gelernt zu essen, Zu stopfen. zu stopfen. Und Du zwar in bist eine vorgegebener, Mastgans. ja, du musst in vorgegebener Zeit die Menge schaffen. Vorgegebene Zeit auch noch. Und wenn die Zeit rum ist und du hast nicht gegessen, dann ist aus. So nach dem Motto, Finger weg, also wie bei einer Ja. Prüfung, ne? Jetzt wird nicht mehr geschrieben, Heft abgeben. Total. Und ich finde das auch witzig. Also es gibt ja auch fürs Essen ganz viele Regeln. Du kriegst ja auch ein Heftchen dafür. Und ist eben genau alles festgeschrieben, so Trinkmengen und so. Aber man darf sein Brot mit Messer und Gabel essen. Wie gestört ist das bitte? Ja. So ein normales Butterbrot mit Messer und Gabel. Also das habe ich jetzt in meinen schlimmsten Zeiten nicht gemacht.
Ja, also es ist. Und es war auch, ich hab viele Unverträglichkeiten und habe das auch immer angesprochen. Und Da ist man halt auch gar nicht drauf eingegangen, gell? es war auch so witzig, so die Therapeutin saß neben mir, so Frau XY, essen Sie bitte Ihr Gemüse. Wo ich sage so, ich vertrage das nicht. Aber das war echt, ich kam mir vor wie so ein fünfjähriges Kind, dem man sagt, das soll sein Gemüse essen. Ja. Ja, schwierig. Ja. Veganismus geht zum Beispiel auch dort überhaupt nicht. Geht gar nicht. Und das verstehe ich auch nicht, weil. Ich verstehe es ein Stückchen, weil also es gibt natürlich viele Essgestörte, die jetzt sagen, so ja, ich bin Veganer, muss ich keine Butter essen oder sonst was, aber ich meine, in unserer heutigen Zeit ist Veganismus einfach auf dem Vormarsch und man sollte sich da schon ein bisschen anpassen. Das ist ja Und kein Trend, das ist ja keine ja, Modegeschichte, und sondern gerade das bei ist eine langjährigen Lebenseinstellung. Veganern zu sagen, so nö, du musst es jetzt essen, finde ich sehr kritisch. Also ich folge jemandem auf Instagram, der da gerade ist als Veganer und da wird halt echt überhaupt keine Rücksicht genommen. So. Es muss halt einfach funktionieren und sonst hast du Pech gehabt. Ja, das ist Du musst da deine eigenen Prinzipien über Bord schmeißen und dich komplett anpassen. schon der Hammer. Es hat ein Stück weit was von der Vergewaltigung, von der emotionalen Vergewaltigung. Ja, also wie gesagt, Schönklinik für manche vielleicht passend, für mich definitiv nicht. Aber die Und Aussicht, also tolle Aussicht, tolle ja, Lage. schöne Berge. Aber es halt nicht alles, ne? Ja. Ja, genau. Also Schönklinik war ein gescheiterter Versuch. Ich habe mich dann irgendwie durchs restliche Jahr noch gekämpft, bis zu dem Termin bei einer Therapeutin wieder. Habe mich vorher dann noch in der Tagesklinik angemeldet, versucht in der Tagesklinik anzumelden. Also Ja. auch die wollten mich damals nicht. Da hieß es so, ja, wir haben gerade keine Kapazitäten und sie haben ja auch noch keinen Therapieplatz ambulant und nee. Und da, Oberarztwechsel genau, und sie melden sich Anfang des Jahres oder so nochmal hieß es dann und da hieß es dann eben so, ja, nee. Und dachte, okay, auch da werde ich allein gelassen. du Super. hattest dich auch bei ganz vielen anderen Kliniken Genau, beworben. ich habe so viele Anmeldungen ausgefüllt, ich kann es gar nicht mehr zählen. Und halt auch da dann so, ja, nee, BMI passt nicht, dies passt nicht, jenes passt nicht, es wollte mich keiner. Anorexie machen wir nicht, also Essstörung ja, aber Oder Essstörung nur als Begleiterkrankung, also wenn Ja, es. genau. Wenn du schwer depressiv gewesen wärst als Hauptdiagnose, dann wäre die Anorexie in Ordnung gewesen, aber die So Anorexie nicht. als Vordergrund, nee. Genau, ja, und dementsprechend habe ich mich dann erst mit der ambulanten Therapie durchgekämpft. Meine Therapeutin hat sich dann Gott sei Dank entschieden, mich erstmal zu behalten. Wobei das am Anfang halt auch so eine Sache war. Also sie meinte so, ja, ist halt eine Übergangslösung und ich soll mich nach einer Klinik umschauen und halt Überbrückung und so. Da warst du Ich sehe halt das anders. ständig auch in einer, ja, du hattest permanent Angst, fallen gelassen zu werden und du konntest dich gar nicht so richtig entspannen, ne? Ja, also bis vor einem halben Jahr würde ich fast sagen, war ich echt der Meinung, die ganze Zeit immer wieder so, meine Therapeutin schmeißt mich gleich Ja. raus. Langsam wird es besser. Und, aber es war wirklich schwierig und ich habe mich dann bis zum Frühjahr damit irgendwie durchgekämpft. Es kam dann noch der Lockdown, wo ich dann auch nur Online-Therapie hatte. Was es auch nicht besser gemacht hat, weil ich das einfach nicht mochte. Du bist Und überhaupt kein Online-Typ, ne? nee, ich hasse das. Ich brauche irgendwie diesen menschlichen Kontakt einfach. Komisch, gell? Obwohl du sonst eigentlich fast alles online machst, aber Therapie geht gar nicht Ja, online. nee, da brauche ich einfach dieses. Ich weiß nicht. Also, ich meine, ich hatte ja auch ein Bild dazu, also ich hatte ja auch die Mimik und alles, aber Ja. es war Und einfach wir haben auch nicht eine das gute Wahre. Verbindung, also daran liegt es ja auch nicht, ne? Ja, aber irgendwie, ich weiß nicht. Du brauchst den Ich Menschen. brauche reale Ja. Therapie. Genau, ich habe es irgendwie trotzdem überlebt, wobei es mir ja trotzdem einfach. Das war aber nicht immer klar. Also ich hatte wirklich ganz, ganz oft Angst, dass du mir wegstirbst. Also ich hatte vor Prien die Angst, ich hatte die ganz große Angst, wenn du nicht sofort nach Prien kommst, dann stirbst du. Und der Hammer war ja, muss ich noch ganz kurz erwähnen, wir hatten, es ist eine Fahrzeit von 3 Stunden und ich wollte dich ja eigentlich schon mit dem Auto hinfahren und wir hatten einen Freund, der auch immer angeboten hat, ja, klar, sofort und er fährt und er lässt alles stehen und liegen. Und dann hatten wir den Termin. Und dann sage ich, du, hast du da Zeit? Von der Arbeit geht es? Ja, klar, nee, er hat da Zeit. Und das Einzige, was ist, seine Tochter, seine erwachsene Tochter, für seine erwachsene Tochter, hat er einen Termin zum Reifenwechseln vereinbart. Und ich lache noch und sage, das ist nicht dein Ernst, ne? Reifenwechseltermin mit so einem, wie es für mich damals war, lebenswichtigen, notwendigen Termin zu vergleichen. Spoiler, die Freundschaft existiert nicht mehr, weil ich mir dachte, Ja. das kann aber echt nicht sein, wenn jemand hier sowas, was hier wirklich lebensbedrohlich ist, Wobei mit einem Reifenwechseltermin. meine Ärztin auch wieder toll war. Also war dann eben das Problem, wie komme ich jetzt in die Klinik?
Dann habe ich versucht, einen Taxischein zu kriegen. Meine Ärzte waren der Meinung, ich soll das erst im Auto fahren. Ja, also das war also keiner der Ärzte, weder die Hausärztin noch die Therapeutin oder sonst jemand. Es wäre gar kein Thema gewesen. Die Kasse hat gesagt, wir bezahlen diese Taxifahrt, gar kein Thema. Wir brauchen nur einfach nur von der Ärztin, dass es notwendig ist. Ja, nee, das trauen die sich nicht und nicht, dass sie am Schluss selber auf den Kosten. Nein, bleibt ihr nicht. Das zahlt die Kasse. Also die private hätte sowieso die Zusatzversicherung. Die hätte 500 € Taxikosten bezahlt. Also gar kein Thema. Was wir alles an Telefonat mit Versicherung geführt haben, Ja. meine Güte. Übel, ich sag's dir, da bist du versichert und dann also mit diesen Ärzten, das ist ja auch echt so eine Sache. Ah. Schwierige Sache. Aber ich glaube, das und meine Erfahrung mit der Tagesklinik und so müssen wir auf eine nächste Folge auslegen, Ja, das weil wird zu lang, das wird ne? über uferlos. Also das müssen wir jetzt mit Prien Schönklinik hier umschreiben, das ist überschreiben. Ja, also wie gesagt, für manche vielleicht eine gute Klinik, für mich Ja, definitiv nicht. wobei du auch mit einigen eben dort warst, die danach die 3 und 4 Monate und noch länger durchgehalten haben Ja. und trotzdem jetzt an dem gleichen Punkt wieder Ja, sind. mein Therapeut hat mir dann auch erzählt, weil ich mich auch mit unterhalten habe. Sie hat auch Patienten, die von dort kamen, wo sie halt echt erstmal wieder diese ganzen kaputten Sachen richten musste. Also die halt echt schlechter rauskommen, als sie reinkamen. Weil ich meine, es ist ja nicht nur, dass man sagt, okay, das ist jetzt verlorene Zeit oder Man wieder ein hat so ein Rückfall. gestörtes Verhalten dann einfach, ne? Zum einen das und man hat einfach ganz viel Hoffnung und Vertrauen eingebüßt am Ja, Ende. also nochmal, es gibt ganz viele, für die das bestimmt gut sein mag, ist, Ja, das man sagen muss es auch die. einfach probieren. Und wir sind dem Chef und der Sekretärin enorm dankbar. Die haben sich so eingesetzt für dich und haben wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt. Wir haben die echt verdammt genervt, wir haben da so oft angerufen. Ja, aber die waren wirklich toll, also wirklich, wirklich toll. Und Ja. gut, das war's für heute. Und Nächstes Mal dann Tagesklinik und Co. genau. Tschüss. Tschüss.